die frischgebackene Miss Oberösterreich. Die 18-jährige Bianca Kronsteiner aus Linz hat sich das Krönchen geschnappt. Und das, obwohl sie mit 1,63 Meter die Kleinste im Rennen um den Titel war. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, eben wegen der Größe, aber ich bin einfach begeistert und ich glaube, ich bin in der Geschichte der Missen sowieso die Kleinste und das macht mich schon glücklich. Für den Walk in Bikini hat die Schülerin mehrere Stunden täglich trainiert. Also im Fitnessstudio bin ich 5 in der Woche gegangen und ja, ich hoffe, das hat einmal geholfen. Dass die Modelwelt ein hartes Pflaster ist, das weiß auch Model und DJ Julia Siegel. Ein perfektes Gesicht und Modelmaße, das reicht längst nicht mehr, um durchzustarten. In Amerika ist der Instagram-Account fast wichtiger als das Model-Lookbook. In Deutschland verschiebt sich momentan ein bisschen, weil man hat Model, man hat Blogger. Blogger sind mittlerweile genauso wichtig wie Models geworden. Ich verstehe es nicht wirklich, weil aus meiner Sicht sind die Blogger nicht kredibel, weil die bloggen das, wofür sie Geld dafür bekommen. Aber Models heutzutage sollten auf jeden Fall Social Media aktiv sein und dort nochmal parallel für sich Werbung machen. Von Instagram auf die großen Laufstege. Models wie Hailey Baldwin oder Kendall Jenner machen es vor. Ich war gerade in Miami und da zum Beispiel haben wir ein paar große Agenturen geschaut und aber große Agenturen nehmen es auch wirklich gerne Models, die was einfach voll viel Followers auf Instagram haben. Also ich glaube, dass das einfach wirklich immer mehr wird. Obwohl bei Misswahlen die Schönsten des ganzen Landes zusammenkommen, gelten Schönheitswettbewerbe in Deutschland mittlerweile als unsexy. In Deutschland haben Misswahlen einen eher schlechten Ruf, würde ich jetzt mal sagen. In der Schweiz sind die Misswahlen ganz, ganz hoch angesehen. Also die verdienen doch in einem Jahr, ich glaube, 500.000 Schweizer Franken. Österreich hat es auch noch einen höheren Stellenwert. Oberösterreich braucht viele gute Aushängeschilder. Und wenn sich hier taffe, schöne, junge Frauen präsentieren und wenn es hier Partner gibt, die das unterstützen, dann ist das natürlich auch fürs Land ein Asset und ein Pluspunkt. Insofern ist das auch gut für Oberösterreich. In Oberösterreich machten vor allem sie Werbung für die Kandidatinnen, die Missenmacherinnen Nicole Kern und Janine Baumann. Immerhin gibt es seit heuer einen eigenen Instagram-Account für die Miss Oberösterreich-Wahl. Letztes Jahr war es noch viel Facebook, da hatten wir von der Miss Oberösterreich noch gar keinen Instagram-Account. Den haben wir jetzt seit diesem Jahr und es ist zwar irrsinnig viel Arbeit, die ganzen Social Medias, aber es ist sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger, weil es natürlich auch für unsere Partner wichtig ist, dass die Mädels posten. Für die 15 Kandidatinnen hieß es aber nicht nur posten, sondern auch die Jury bezirzen. 22 Augen waren auf die angehenden Missen bei den Wertungswalks gerichtet. Einige schauen aber schon weiter als nur bis zum Ende der Show. Sie haben bereits die Miss Austria-Wahl im Juli im Hinterkopf. Bei der Wahl geht es mir immer darum, die Vorstellung zu haben, ob das Mädel dann auch Miss Austria werden könnte. Das ist für mich halt eigentlich das Entscheidungskriterium. Es ist natürlich die Optik in erster Linie, die immer die Eintrittstür ist zu allem Möglichen. Und der Interview-Durchgang ist für mich schon auch sehr entscheidend, wo man einfach sieht, ob die ja irgendwie einen geraden Satz rausbringt oder nicht. Gemeinsam mit dem Titel gibt es für die Miss Oberösterreich auch ein Auto für ein ganzes Jahr zu gewinnen. Da sitzt der Autohauschef persönlich in der Jury und schaut ganz genau hin. Natürlich geht es mir darum, dass die Dame, die das Auto fährt, soll wirklich die Schönste sein und damit auch der beste Werbeträger für das Auto. Für die 18-jährige Miss Oberösterreich heißt es jetzt ein Jahr lang Schärpe und Krönchen tragen. Und vielleicht wird die 1,63 Meter kleine Linzerin hier am 6. Juli die kleinste Miss Austria der Geschichte.